Hallo Freunde und herzlich willkommen, mein Name ist CajunLP und wir spielen heute wieder Sleeping Dogs, haben hier gerade hier diesen Obermacker gekillt mit 1000 Messern und jetzt rufen wir OS Crap an. Salty, this is Wayne. I need a boat and I need a gun. Can you meet me in Kennedy Town? And Salty, make it a big gun, okay? I don't want to fuck around. Okay, jetzt wird's irgendwie ernst. Wir müssen jetzt erstmal zu unserem Boot. Ja, was bietet sich dann natürlich besser an, als hier diese hässlichen Roller zu nehmen? Oder Mofas oder was das sind. Auf jeden Fall schnell sind sie nicht. Aber ist ja egal. Ab nach Kennedy Town. Gibt es hier irgendwie eine Abkürzung oder so? Das wäre mal nicht schlecht. Ja, sieht gut aus. Nehme ich hier schön über den Basketballplatz. 300 Meter nur. Haben wir gleich geschafft. Man kann ja noch nicht mal irgendwie das Lenkrad hochreißen. So Hochstarter-like oder so geht gar nicht hier. Ja, also es ist ein besseres Fahrrad und ob man damit in Hongkong auf die Autobahn darf, das bezweifle ich doch sehr stark. So, da sind wir auch schon. Ab ins Boot. So, komm, steh auf hier. Thanks, but this is personal. Genau. So, jetzt geht's direkt los hier. Muss ich hier lang, andere Richtung. Haha, lol! Pissing me off! Wer schießt denn da noch? Don't you run! Alter, wie viele auch. Schieß, Lee! Okay, da lebt noch einer, oder wie? Nee. Du scheiße Bullenboote. Weiß gar nicht, soll ich jetzt abhauen oder? Was soll ich machen? Und warum ist die Musik zur Hölle laut? Komm schon, schieß nie! Aber da ist die Wasserschutzpolizei natürlich gleich wieder am Start hier. Schneller nachladen, Lee. Ah, jetzt liegt sie weg hier. Sehr gut, so schnell kommt ihr zum Glück auch nicht hinterher. Mann, was für eine Action. Aber jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Nur noch einen Kilometer. Die gute Polizei, die haben wir schon abgehangen. Und jetzt fahren wir zu irgendeiner Insel, so wie es aussieht, oder wie? Krasse Action. Hier in China. Magazine Island. Wow. Ich weiß gar nicht, ob das Hauptquartier von den lieben Leuten ist. Wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall zurzeit hier Action ohne Ende. Wir sollten vielleicht auch langsam abbremsen oder so. Ah naja, die Insel ist ja noch weit weg. Wir fahren einfach mit Vollgas drauf zu. Jackie! Zack. Jackie! Jackie, shit! Oh fuck! Oh, fuck, man! Lebendig begraben, Tatsache. Fucking crazy! Fuck! 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 Are you okay? Fuck! Fuck, man! Fuck! Oh man! Calm down! Und schon wieder haben wir ihn gerettet. I thought I was gonna fucking die down there, man. Fuck! I thought I was gonna die like an animal, man. Fucking like a dog or something. Come on, brother. You okay? I got your back. Fuck! Fuck!
Tja. Schön auf der Insel begraben hier. Way. Thanks, bro. So, jetzt haben wir, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal das Leben gerettet. Man, it was Big Smile Lee, man. This guy's fucking grabbed me at the fucking funeral. Toss me off the 18K, man. Na ja, toll, was machen wir jetzt? Into an ambush. Big Smile Lee. Fuck is worse than dog eyes, man. Fuck. Ja, den müssen wir irgendwie kriegen. Come to the election and tell the others what happened. That'll be the end of Lee, man. I don't want anything to do with any of this shit anymore. Son on ye, broken nose, Lee. I'm done with all that, man. To dream about being in the sun on ye, you know? Jetzt hat er die Schnauze voll. Können doch nicht allein da in der Gang bleiben. Das fällt ihm ein. Der Wichser. So what do you want to do now, Jackie? The election's tomorrow. We want to check out the building, make sure that Big Smile Lee isn't planning any surprises. But we got some time to kill. I don't know. I almost bought it today, man. For real. I think I'm just gonna go take a walk or something. Na, dann mach mal deinen Spaziergang, du kleiner. Sure, man. That's cool. I'll see you tomorrow. Du hast 32 Eide geschworen. Du wirst uns doch jetzt hier nicht verraten, du Wichser. Wir sind der Undercover Bulle und selbst wir spielen mit hier. Oh, Triadenerfahrung, Stufe 8. Coole Sache. Was nehmen wir da? Was gibt's denn jetzt hier Schönes? Bom, 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 bom. Was ist denn das? Schaltet die Fähigkeit effektiver Waffenangriffe während eines Sprintes frei. Ja, na bitte. Super. Können wir jetzt weitermachen? So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir jetzt direkt hingehen. Wahrscheinlich klingelt das Telefon gleich wieder. Ach, legen Sie sich schlafen, siehst du? Dann legen wir uns auch mal schlafen. Oh, 1000 Meter schon wieder entfernt. Habe ich hier nicht irgendwo ein Hausboot oder sowas? Mann, 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 Mann. Erstmal wird natürlich was gefuttert hier. Schöner Fischkopf. Ach, Fischklops war das. Na gut, Fischkopf, Klops, meine Güte. Da hinten sehe ich noch was im Getränkeautomaten. Den schnappen wir uns auch gleich noch, den Drink. Dass wir gut gerüstet sind, falls zu Hause irgendwer auf uns lauert. Man weiß ja nie irgendwie. So, schön, 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 schön. Ja, und jetzt nichts wie nach Hause. Aber erstmal brauchen wir natürlich ein Auto. Und ja, bei Regen ist die Straße natürlich nicht so gut befahren. Vielleicht nehmen wir uns auch das Moped hier. Mal gucken dann mal, wo wir hinfahren. Auf jeden Fall müsste das Moped schon mal deutlich schneller sein als das Mofa. Und das ist ja schon mal gut, oder nicht? Naja, ein Auto ist es halt immer noch nicht. Ey, kein Helm auf, nix hier. Unglaublich, aber vielleicht besteht in Hongkong für Roller auch keine Helmpflicht. Das kann natürlich gut sein, dass man in Hongkong erst für eine Motorrad einen Helm braucht. Keine Ahnung. Ich glaube, wir holen uns jetzt mal das Auto hier am besten. Falls wir da irgendwie hinterherkommen. Komm schon. Komm schon. So geht das nicht. Wo kann ich das denn nicht entern? Ich dachte, ich kann alle Karren hier irgendwie bespringen. Nee, offensichtlich nicht. Schade. Das Fort Knoxing will ich nicht. Der hier vielleicht. Geht auch nicht. Geht nicht. Schade, schade. Gut, egal. Wir müssen hier runter. Sind in Kennedy Town. Liegen und schlafen. Dann bekommen wir bestimmt wieder irgendwie ein paar Albträume oder sowas. Wir werden sehen. Und ich glaube, in Kennedy Town haben wir eine ganz vernünftige Villa. Ich glaube, das ist unsere größte Villa. Wir haben ja jetzt in jedem Stadtteil eine Hood. Wenn ich das so sagen darf. Und das hier ist ja der wohlhabendste Stadtteil. Quasi das Bonzenviertel in Hongkong. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht sagen. Ich war noch nie in Hongkong und ja. Ich weiß nur, dass Hongkong mal eine Kolonie war von Großbritannien. Jetzt aber eigenständig ist, aber irgendwie trotzdem noch mit China angebandelt ist. Das heißt, es ist ein von China abhängiger Staat. So, jetzt gehen wir aber erstmal pennen hier. Ach, sieht das schön aus. So, gut's Nächtle, Freunde.
keine Albträume, aber das Telefon klingelt wie immer. Jeden Morgen werden wir geweckt vom Telefon. Oder war das so Abwechslung mal am Wecker? Ne, es war das Telefon. Wir müssen uns treffen, ich muss dir was zeigen. Ja, was denn? Meine Polizeimarke oder wie? Du Scheiße. Die Wahl. Sehr gut. Und jetzt können wir endlich wieder auf unser episches Auto zurückgreifen hier. Meine Güte. Der hier mit der Mistkiste. So. Und jetzt nichts wie hin da. Zur Wahl, da wird wahrscheinlich wieder alles drunter drüber gehen, kann ich mir gut vorstellen. Aber so ist es nun mal bei den Asiaten. Vor allen Dingen in Hongkong, wenn die Triaden da wieder fett mitmischen. Ich bleibe jetzt auf meiner Seite. Kann ja nicht sein hier. Andauernd fahre ich rechts. Weil ich ans Rechtsfahren gewöhnt bin. Und jetzt muss ich links fahren. Selbst da fahren die Autos so scheiße langsam. Mann. Keine Abkürzung, kann man da nicht irgendwie runterfliegen, fahren, so sprungmäßig. Ah ja, wir fahren wieder den langen Weg hier. So, ich bin gespannt, was bei der Wahl passiert, ob der eine Typ mit der Narbe im Gesicht irgendwie völlig ausrastet. Und alles wegmetzelt, aber bevor wir da hinfahren, müssen wir natürlich erstmal hier mit unserem lieben Schützling quatschen. Und ich glaube, er hat bei der Polizei angeheuert. Sicher bin ich mir jedoch nicht. Ich glaube, er will aussteigen. Das ist, glaube ich, in seiner Mafia-ähnlichen Organisation ziemlich schwierig. Ich glaube, da gibt es massive Probleme. Einmal drin, immer drin. Und gerade bei den Asiaten mit Familie und so weiter, da wird ja da wirklich alles sehr, sehr streng genommen. Da könnte es durchaus sein, dass da der eine oder andere nicht begeistert von ist. So, da sind wir. Zwischensequenz ab. Jackie ist natürlich nicht da. Jackie? Jetzt ist er wahrscheinlich tot. Oh mein Gott, Jackie! Ah, fuck! Jackie! Lebt er noch? Motherfucker! Na klasse! Schöner Hinterhalt hier, kurz vor der Wahl. Unglaublich, was sollen wir denn jetzt machen? Hello, Mr. Shen. Or should I say, Officer Shen. Auch das noch. My name is Mr. Tom. Perhaps you heard of me? Fuck you! I'm no cop! Your friend Jackie didn't think so. He was most loyal. But then, I expect you wouldn't have told him anything. You must be a very dangerous man, Wei Shen. Son of a bitch, I'll kill you! Oh, save your energy, Mr. Shen. You need it. The last cup I had in this chair lasted almost 48 hours. Der ritzt Would uns you like hier. To try for a new record? I understand your personal reasons for doing this. Your history with the Sun On Yi. You do what must be done. There were rumors. Before I'm done with you, you will confirm them. Ach du Scheiße. And then you will die. Fuck. That's what worries me, Wei. You're one of them. Oh Gott, ey. Liebe Kinder, bitte sofort ausschalten. That makes us strong. Loyalty, discretion. Zhang will be disgraced, and Big Smile Li will be elected head of the Sun On Yi. Call me when he comes around. There's no rush. Scheiße. Ja, hier werden wir auf jeden Fall irgendwie ausbrechen, auch wenn uns jetzt ein Ziel fehlt und alles. Gott. Befreie dich nie.
Na, klasse. What the fuck? Aha. Fuck. Wegrobben. Fuck. Los geht's. Ja, da ist auf jeden Fall eine Menge Werkzeug drin. Damit kann man sich super befreien. Scheiße. I gotta take a piece. I'm gonna check on our boy. Oh, jetzt aber schnell. Oh Gott. Der kam noch da schon um die Ecke. Boah, scheiße. Warum zur Hölle steht der da noch? Oh, fuck. Das hat ja gut geklappt. Wahrscheinlich muss ich jetzt Kontrollpunkt laden. Ich habe doch gerade Y gedrückt, wie ein Bescheuerter. Na gut. Dann machen wir es eben nochmal. Auch nicht schon wieder hinrobben. Ach, ist das nervig. Ja, komm, rob schneller. What the fuck? Da hinten ist Schleichwerbung. Cambria. Was immer das auch ist. Irgendwo schon mal gelesen, glaube ich. Ah ja. Vielleicht könnt ihr es mir ja sagen. So, komm, weil ich hang. Mach hin, ne? Jetzt aber schnell. Komm, bleib oben, Junge. Oh Gott, das sah aber vorhin ein bisschen anders aus. Oh mein Gott. Sehr gut, soweit, so gut. Fehlt uns eigentlich ein C? Nee, alle noch dran, wie ich sehe. Wir brauchen scheinbar auch nicht zu sein, nur ein bisschen eingeritzt ist er. Vorne, hinten, oben, unten. Ekelhaft. Können wir hier nichts mitnehmen? Nee, können wir nicht. Egal, sprinten können wir auch nicht. Also müssen wir hier raustaumeln einfach nur. Aber schön, dass wir uns schon mal ein bisschen befreien konnten zumindest. Das ist ja schon mal etwas. Oh Gott, schnell weg hier. Weg von dem Schlechter. Oh mein Gott. Da ist der nächste Typ. Fleißig am Pissen, wie man sieht. Sehr ekelhaft. Schön in der eigenen Pisse ersaufen, das ist ja ekelhaft. Leute, 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 Leute. Ich habe das Gefühl, die Toiletten sind ein bisschen größer als bei uns da in Japan. Oder die sind genauso groß, also in China meine ich, in Hongkong. Oder die sind genauso groß wie bei uns und die Hongkongianer sind einfach ein bisschen kleiner. Das könnte natürlich schon eher sein. So, rennen kann er immer noch nicht. Sehr ekelhaft. Ja komm, geh da durch die Tür jetzt, Dado. Okay, soweit, so gut. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5 Leute und unser Lieblingssägetisch. Aber ich kann schon wieder stehen, das ist schon mal gut. Guys, guys, he got out! Gotta call Tom! Oh, schnell rauf da mit dir. Das ist mein Lieblingswerkzeug. Die eklige Kreissäge. Stromkasten ist auch nicht schlecht, aber die Kreissäge ist much better. Guck mal, was haben wir denn da hinten noch hier? Kühlschrank und alles. Das alles genutzt werden. Bäm, Junge. Schade, dass man das jetzt nicht gesehen hat. Schön in den Ofen. Bäm, Junge. Ja, zum Glück ist die Platte auch noch an. Boah, der brennt ja im Face. Krasse Action. Ach komm, halt die Fresse. Keine Zeit mit euch zu spielen hier. Hier, ab in die Platte rein. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Ach, guck mal hier, Spießchen. Rein mit dir. Oh Gott, das ist schon echt eklig teilweise. Aus dem Penthouse ausbrechen. Ja, das kriege ich auch hin. Bam, Junge. Ja, und jetzt aus dem Gebäude entkommen. Ja, klasse. Und es regnet. Das brennt natürlich in den Wunden.
fuck. Lauf, Lee! Lauf! Ich sag immer Lee. Ray Shang heißt er natürlich. Schneller! Oh, nicht schon wieder. Nein! Oh, schnell weg hier. Shit! Habe ich hier irgendwas, wo ich den hinschmeißen kann? Nee, nicht wirklich. Oh Gott, nicht er. Den machen wir wieder als erstes platt. Dann ist er weg, der Mongo. Oh, nicht der. Ja, okay, dann nehmen wir den mal zwischendurch hier. Oh, yes. Faceburner. Oh, guck mal hier, der ist auch noch frei. Den kriegen wir so. Komm schon, stirb, du Made. So, können wir die da vielleicht mal runterschubsen? Das wäre auch ganz nice. Nee, leider nicht. So, okay. 10 Gegner getroffen. Spitze. Ach du Kacke, nicht im Ernst. Okay. Die müssen wir irgendwie überwältigen. Jetzt kann ich mir wieder Entwaffnungsangriff gegen. Zur Hölle soll ich das machen? Ich weiß nicht, wie der scheiß Entwaffnungsangriff ging. Ach so, wahrscheinlich. Okay, jetzt habe ich eine Knarre. Super nice. Oh mein Gott. Hey, guys up there. Everything under control. Okay, der ist schon mal weg. Der Wichser. Weiter geht's. Alter, die Scheibe da hinten, geil. Das ist nach vorne irgendwie. Scheiße. Komm her. Komm hoch. Oh, runter hier! Oh, scheiße! Ich komme hier nie raus, Leute! Komm her! Komm, du hast noch nicht genug! Komm, komm, komm. Komm her. Ich brauche irgendwie andere Waffen. Ich mag die nicht so. Ich mag so Maschinengewehre lieber. Wie das Kaliber hier. Nice. Much better. Okay. So, nichts wie weg hier. Boah. Ist auch eine scheiß Schrotflinte. Unglaublich. Ich dachte, ich habe hier was Besseres irgendwie. Komm schon. Okay, nachladen wäre irgendwie nicht schlecht. So, die Knarre meine ich. Die ist geil. So, wo sind denn die Säcke? Kommt schon, kommt raus hier, ihr Feigen!
Ihr feigen Asiaten hier. Okay. So weit, so gut. So, der ist auch weg. Spitze. Oh Gott. Wie viele zur Hölle sind das? Kann nicht sein, dass ich hier alles alleine wegmetzel. Und den Folterknecht, den würde ich halt gerne auch nochmal eins auswischen. Wo rennt der denn lang hier? Aber ich glaube, den werde ich nicht mehr treffen. Zumindest eine schöne Aussicht hier oben in dem Tower. Ruhe. Okay, weiter geht's. Mal nachladen vielleicht. Wo sind die Säcke? Ach du Scheiße. Die sind ja überall hier. Die sind direkt über mir. Wie gehe ich denn da mal am besten hin? Ach, fuck, ist nicht wahr. Okay. Auf die Flaschen zielen. Was, hat nicht gereicht für dich, du Fettsack? Du mieser, fetter Schwabbelknecht. Unglaublich, irgendwo ist hier noch einer. Ach, da ist er. So, kommen jetzt noch mehr hier, oder war es das jetzt langsam mal? Mann, 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 Mann. So, Munition ist auch wieder voll. Spitze. Und jetzt nichts wie raus hier. Ah. Fuck. Ja, aber die kriegen wir auch so. Also den hier vielleicht nicht. Aber den anderen Typen. Den hier. Oh Gott. Oh Mann, nicht den. Oh Gott, Mann. Ah, okay, dann gibt's ja halt hier die... die Power Kicks. Damit kriege ich die dicken, großen Fettsäcke immer ganz gut weg. Ja, 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 ja. So. Und Abfahrt, Junge. Burning Face. I suppose I should be impressed. Oh ja. You defeating my men like that. I am not. Na klasse, der Endgegner. Now. Where were we? Ach du Scheiße. Wie zur Hölle soll ich denn das machen? I see you cut your way through the amateur. But now amateur hour is over. Now you die. Ich bin ja mal gespannt, ob ich hier sterben werde. Boah, fuck, fuck, fuck. Fuck you. Yes, Alter, das war ein guter Schwung. Herrlich. Weiter prügeln. Immer weiter. Oh Gott. Wir haben ihn besiegt, den Knecht. Den Wichser. I'm sorry, Jackie. Fuck. Eine Bombe? Lee. Fuck the election. You did this, Lee. And I'm coming for you. Motherfucker. Richtig so. All das. Und vieles mehr. Sehen wir dann im nächsten Part. Ich sag tschüss. Auch schönes Messer haben wir hier.
Mein Name ist Cajun Epi. Ciao.